Ja, und damit seit größten Zwänge genommen Hobbits und irgendeinem zu einem kleinen Browser-Game, was ich hier spiele. Auf der wundervollen Website spieleaffe.de. Ich habe mir das gerade mal ausgesucht. Ich dachte mir einfach mal, es ist zwar hier Rio 2016, aber ich dachte mir einfach mal, weil es gerade so läuft, wahrscheinlich auch im Fernsehen und was gerade so gerade ist für Olympia, habe ich mir mal ein Browser-Game ausgesucht, was mal so im Zwischendurch-Dings mal ein bisschen ausprobiere. Wie immer Fußball, Tennis, Bogenschießen, Schießen wahrscheinlich mit Triathlon vielleicht, keine Ahnung, Skeet, Table Tennis und Basketball spielen, wo mal die 6 Sportarten heute im Browser Game ausprobieren. Ich hoffe, die Musik ist nicht, ich werde sie wahrscheinlich einstellen können. Im Schnitt ist es ziemlich laut. Ja, okay. So sieht's aus. Dann können wir auch ein bisschen über Olympia reden und ein bisschen beim Spielen so ein bisschen, ja, ein bisschen was erzählen. Fußball. Tatsächlich. Ich gegen Joshua erstmal und dann die Ausscheidungsrunden. Okay. War das irgendwie, zwar das 2016 das erste Mal, oder das ist auf jeden Fall relativ neu, dass die. Das war schon ein Punkt. Na toll. Das ist auf jeden Fall relativ neu, dass Fußball jetzt irgendwie auch bei den Olympia mit dabei ist. Also ich guck. An Olympia habe ich früher immer ganz gerne geguckt. Mittlerweile komme ich jetzt nicht mehr wirklich dazu. Das ist halt. Schwimmen habe ich immer ganz gerne geguckt. Gab es so die verschiedenen. Oha. Ich muss jetzt mal hier ein bisschen ins Zeug legen. Man schießt jemanden, den man hier nach vorne. Ja. Fußball. Ich dass ich da nicht so gerne, weil ich habe Fußball WM und Fußball EM. Oh, ein Verteidiger. Fußball EM und WM war ich nie so wirklich der Fan von. Und warum hat sie 14 Punkte? Verdammt nicht. Ich hab verloren. Okay. Also, okay, geht trotzdem weiter. Kampf um den dritten Platz. Der Fußball. Hab ich nie irgendwie den Sinn drin gesehen, das zu gucken. Mit 22 Spieler, die den Ball hinterher rennen, das ist für mich so ein bisschen, ja. Also die anderen Sportarten, so Triathlon, ja. Schwimmen, fand ich auch mal gespannt. Sommerspiele meistens, Winterspiele jetzt nicht so sehr, aber in den Sommerferien dann in der Schule, wenn wirklich Langeweile war, im Fernseher angeschaltet, mal ein bisschen. Oha, wir verkacken hier. Drastisch. Nicht so hoch. Seit dem 4.2. ist jetzt Olympia. Wird jetzt wieder übertragen. Auch über die öffentlichen Rechtlichen. Über ARD, ZDF und Co. Und wahrscheinlich Sky auch wieder irgendwas los. Ey. Im Fernsehen und ARD und ZDF kommen die ganzen Reportagen jetzt. Auf laufendem Bande.
Na komm, noch ein Tor, verdammt. 13 zu 7, was eine Schande. Na verdammt. Nicht mal Platz 3. Ich habe es nirgends vorhin geschafft. Okay, was für Länder das sind? Keine Ahnung. Frag mich nicht. Okay. Tennis. Eins nach dem anderen. Austragungsort in der Olympischen Spiele ist diesmal. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, Taiwan habe ich gehört. Da gab es auf jeden Fall jetzt so eine. Da gibt es jetzt die. Gibt es jetzt die. How to play. Ja, okay. Nein, nicht Pause. Wie soll man sagen, da gibt es ja jetzt hier, weil China natürlich sagt, dass das Taiwan ist nicht legitimes eines Gebiets, das geht uns. Das ist, ja. Das ganze Ding. Ja. Jetzt so. Debatte darum. Auch im politischen. Warum man jetzt die Olympischen Spiele, die friedvollen, okay, wir verlieren. Oh, wir gewinnen. 15 zu 0, das ist gut. Tennis kann ich. Warum man das, warum man die Spiele in der diktatorischen Ländern spielen muss. So ein Land, ja. Pop, 30 zu 0. Mach den fertig. Ja, meine Meinung dazu. Ist natürlich jetzt wahrscheinlich, dass es. Gesorgt hat, dass man da verdammt gleich stand. Das ist da China, Taiwan. Ich weiß nicht, ob das war's jetzt. Ich habe jetzt so genau den Ziel geguckt. Verdammt! Ich verliere jetzt hier wieder. Ich habe so gut geführt. Das kann doch jetzt nicht. Verdammt! Als ob. Oh, you have another chance. Ja, erzähl mir nix. Zur nächsten Runde. Tennis gegen. Ich weiß gar nicht, ich bin scheinbar Rio hier. Brasilien scheint das zu sein, aber was die. Andere Land ist, wenn wir das verspielen. Ich will jetzt auch hier nicht zu viele politische Diskussionen hier nehmen. Jetzt ist ja auch nicht das Thema hier. China und so zu großartig ansprechen, aber naja. Meine Meinung ist dazu klar. Von China halte ich, naja. Können wir mal einen Podcast drüber reden. Bei Bedarf. Verdammt!
Nice. Na gut. Unerwartet gut. Ja, ich glaube, alle Sportarten werde ich jetzt hier nicht mehr durchspielen. Das dauert hier noch zu lange für das heutige Video. Habt ihr denn Olympia geguckt? Bisher mal. Guckt ihr es dieses Jahr? Guckt ihr es nicht, weil aus Gründen China und so. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Seid ihr Olympia-Fan? Habt ihr das euch gerne an? Also Speerwerfen und so weiter habe ich jetzt endlich noch an hier. Speerwerfen, Diskus hieß das, glaube ich, dieses wieder, wo die Platte wirfst. Ich fand tatsächlich immer ganz lustig. Oh, verdammt, ich verkacke hier schon wieder. AD. Ach, verdammt. Schon wieder verloren. Ach, Dreck. Schon wieder nicht auf dem Treppchen. Vielleicht schaffe ich es mal am Bogen schießen. Oh, cool. Gegen Paul spiele ich. Ah, okay. Oh, nice. Gar nicht so schlecht. Ja, nur 5. Oha. In die Mitte. Na, besser als nix. Oh, Set 2. Und ich führe. Ah, das war nicht so gut. Bisschen Konzentration. Wir sollten relativ mittig treffen, damit wir das hier noch irgendwie. Oha. Und trotzdem besser. Oh, 4. Stellen uns gut an hier bei dem Spiel. Nicht schlecht. Mitte haben wir noch nie, glaube ich, getroffen, aber ist immer so ein mittleren Rand. Ja. Solide. Immer so 7, 8, 9 Punkte. Finish. Gewonnen. Das erste Mal gewinne ich hier was. Ja. Jetzt bin ich gegen David. Oder David. Bogenschießen kann ich wohl. Nur wie es ausschaut. Nicht schlecht. Wow, in die Mitte. Ein Bullseye, oder? Wie ist das so? Set 2. Nein, ich kann nicht steuern. Nice. Na, kommen wir mal Richtung Mitte. Set 4. Set 3. Es wird hier mal kleiner. Sehr gut. Ich gewinne hier noch haushoch. Na, haushoch nicht, aber ich gewinne.
nicht in die Zehen, aber ja, ein gutes Jahr. Ein zweiter, nice. Finish. Gewonnen. Nice. Gold. Gold und Bogen schießen. Da steht er. Da steht er, der Peter, auf Platz 1. Neben David und Jonathan. Ja. Ich würde sagen, Dank fürs Zuschauen. Hier fürs Zwischendurch. Okay, die. Ja, habe ich gar nicht. Da war ich am Platz 4. Eine Goldmünze, eine Goldmedaille. Damit kann man doch das Ding abschließen, oder? Das ist ja die anderen Sportarten. Müsste mal selbst ausprobieren. Ich verlinke euch die Spiele auf der Seite. Link mal in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal selbst noch ein bisschen spielen. Ja, da mich noch umsonst gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wieder auf dem Kanal. Wahrscheinlich schon heute Abend. Bis dahin, haut rein. Ciao.